Moin Moin, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute stelle ich mal ein kurzes Spiel vor, kurz Rezension. mal gucken, ob sie so kurz wird. Namens Backbone. Backbone Prologue spiele ich hier. Da steht zwar nur Backbone, aber das Prologue ist die Demo-Version und die habe ich hier gespielt. Ich habe dafür etwas über eine Stunde gebraucht, eine Stunde 20 Minuten. Ich hätte es auch ein bisschen schneller hinbekommen. Ich musste nur teilweise kurz mal überlegen, denn hier sitzen ein paar kleine Rätsel. Man muss mal auch zum Punkt, wo man vorher war, schon wieder zurück. Und ich bin begeistert. Ja, mir gefällt das Spiel sehr. Und nicht nur, weil es jetzt so, wie es halt jetzt schon seit einigen Jahren so retromäßig ist, hier diese Pixel-Art-Grafik hat, oder diese Pixel-Grafik hat, sondern weil es tatsächlich auch ein sehr unterhaltsames Spiel ist. Also es ist angelegt so ein bisschen wie so ein Film-Noir-Spiel. Und ich fand den Anfang schon super interessant. Also ich fand es super witzig. Als ich das gesehen habe, dachte ich, das will ich ausprobieren. So, man spielt hier also einen Detektiv, der, wie nennt man das? Im Englischen ist es ein Raccoon. Ich komme jetzt gar nicht, auf Deutsch ist es ein Marder. Marder, ja. Oder wie sagt man? Ja, was ist ein Marder? Also ein Marder. Man spielt hier also ein Marder und alle Charaktere, die in diesem Spiel vorkommen, sind Tiere. Also Katzen, Hunde, Füchse, Wölfe und so weiter und so fort. Und es ist ein Adventure-Spiel im Film-Noir-Stil oder im Noir-Stil. Und man spielt halt, wie gesagt, tief, kriegt halt einen Auftrag. In der Mission hier kriegt man einen Auftrag, wo man halt von einer Person den Mann finden muss. Ja, dann kommt natürlich, ich will nicht zu viel verraten, aber es wird sehr, sehr interessant. Und ich weiß nicht, ich bin immer noch sehr begeistert. Ich lasse das hier nebenbei gerade so laufen, gucke mir das so nebenbei an und denke mir, gefällt mir immer noch sehr. Es hat halt wirklich eine schöne Pixel-Grafik. Es ist ein Klickspiel, klar, man steuert überwiegend mit der Tastatur und ein paar Sachen klickt man halt dann mit der Maus. Das ist so ziemlich alles. Es kommen halt Sachen dazu. Man muss halt auch kombinieren. Man kriegt schon ein paar Hinweise, aber wenn man so ist wie viele, die einfach so schnell wie möglich durch ein Spiel kommen, ich glaube, dann bleibt man irgendwann hängen und hat keine Lust mehr. Ja, man muss schon wirklich auch lesen, was da steht und natürlich kann auch der Ausgang ein bisschen anders sein. Wenn man das jeweils Falsche drückt, man muss dann also später nochmal zurück und halt nochmal mit denen reden, weil sie auch dann kurzzeitig aufhören, mit einem zu reden. Die wollen dann einfach nicht weiter mit einem sprechen. Und mir fällt eine kurze Geschichte ein. Ich mag das Spiel wahrscheinlich auch so. Ich habe, als ich noch in den 2000ern, meine erste, also noch vor den 2010ern dann in dem Fall, meine erste eigene Wohnung bezogen habe, da ging es darum, da wollte mir jemand noch ein Möbelstück geben. Und dann sind wir im Keller runter und ja, haben das Möbelstück rausgegeben. Ich glaube, ein Tisch war das. Und dann habe ich da einen Rechner gesehen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen. Und das war ein Amiga 2000. Und ich meinte, hey, ja, so ein alter Rechner. Und der dann gleich so, ja, willst du den haben? Und ich meinte, ja, klar, was willst du denn haben dafür? Und er so, na, nix, kannst du geschenkt haben. Und so steht die Erinnerung. Da dachte ich, ja cool, dann nehme ich mit, Monitor mit bei. Da sind noch zwei Tastaturen. Und pass auf, die eine Tastatur war tatsächlich von dem Rechner. Die andere Tastatur war aber keine Tastatur, sondern es war ein Atari ST 1040, ne? Oder 1040 ST. Und da dachte ich, cool. Der habe ich auch dann irgendwann meinem Vater gegeben, der hat den aber nie benutzt und dann habe ich ihn irgendwann verkauft. So. Auf jeden Fall habe ich dann natürlich, da ich nur diesen Rechner dann hatte, diesen Amiga 2000 und noch ein paar Disketten dazu, alles kopiert, habe ich dann halt Spiele gespielt. Na, ich halt auch viele dieser Pixel-Spiele gespielt. Die sahen ja alle so aus, ne? So ein paar Ballerspiele, Kampfspiele und Mad TV. Ich habe sehr viel Mad TV gespielt, weil ich Simulation mag und weil man da auch tatsächlich einen Fortschritt hatte und je nachdem, wie man sich halt verhält. Also es war nicht sonderlich linear, sag ich mal so. Man konnte natürlich auch verkacken dann, ne? Und hatte auch diverse Aufgaben nebenbei. Und da waren auch so ähnliche Spiele hier auch, wo ich so ein Abenteuerspiel gespielt habe. Ich weiß nur nicht mehr, um was es ging, aber ich kann mich erinnern, so halbwegs. Und das war auch sehr interessant. Und deswegen mag ich auch dieses Spiel so. Weil es mich so ein bisschen an diese Zeit erinnert, ja, Musik hören nebenbei und dann halt mehr TV spielen oder sowas. Und ich finde es toll, dass man hier auch so Aufgaben hat, wie zum Beispiel, bevor der Klient kommt, erstmal die Bude aufräumen und so. Und das macht man dann halt auch. Und ja, generell Sachen rausfinden. Wo ich ein kleines Problem hatte, war, da kommt so eine kommt so ein Moment, wo ich schleichen muss und tatsächlich wurde ich dort zweimal entdeckt. Bei dem einmal sogar dreimal, weil ich habe nicht ganz gerafft, dass ich hinter die Couch gehen muss. Ich dachte einfach, ich muss so ein bisschen da, wo es ein bisschen dunkler ist. Aber wo es ein bisschen dunkler ist, sieht er mich noch. Ich bin also nicht hinter die Couch, hinter der ich eigentlich müsste am Anfang. So, okay, aber man stirbt nicht. Man fängt halt einfach vorne an der Sequenz wieder an. Das heißt, 30 Sekunden muss man halt wieder ein bisschen vorgehen. Und ansonsten, es gibt Leute, die haben bemängelt, dass, also die
Rezensionen sind überwiegend positiv. Es gibt ein paar Leute, die bemängelt haben, dass zu wenig Sounds zu hören sind. Tatsächlich gibt es nicht sonderlich viele. Sie könnten ein paar dazufügen, wie zum Beispiel, dass wenn man draußen ist, wo es regnet, dass man auch die Regengeräusche besser hört. Also richtig schön ist das Plätschern und sowas alles. Und natürlich ein paar andere Sachen. Man hört Geräusche, so ist das nicht. Man hört ja auch Musik. Und ich sag mal so, ich hoffe, dass sie nicht zu viel Geräusche dazufügen, wie einer, der wollte zum Beispiel, dass die Straße richtig belebt klingt und sowas alles. Das würde ich fast schon nicht, die sollte nicht zu belebt sein, also nicht, dass du ununterbrochen Autos hörst und nur Gequassel. Das würde nämlich die Atmosphäre kaputt machen. Ein paar Klänge dazufügen, klar, aber wie gesagt, dezent, ne? Nicht allzu viele. Und ansonsten gibt es sie eigentlich nicht zu bemängeln. Die Steuerung ist relativ simpel und erfüllt auch ihren Zweck. Ich habe da jetzt keine Probleme gehabt. Probleme hatte ich nur so bei ein paar Rätseln, wo ich halt dann wirklich überlegen musste, was kann ich jetzt machen. Aber normalerweise kriegt man Hinweise. Man kann auch einfach mit der Maus das alles abgehen und kriegt dann schon Anzeigen, dass hier was klickbar ist und so. Und kann das dann halt dann ausführen. Ich hing ab und zu mal kurz, da habe ich dann die Aufnahme unterbrochen. Ihr könnt das ganze Gameplay, das ist 1 Stunde 20 Minuten, wenn ihr Bock habt, auf meinen anderen Kanal ansehen, könnt ihr euch das angucken. Da gibt es dann aber unkommentiert, weil das eigentlich der Kanal ist für unkommentierte Gameplays, damit auch Leute, die zum Beispiel kein Deutsch verstehen, halt sich ein bisschen das Spiel da reinziehen können und so. Ne? Ja, ansonsten, ich finde es super. Ich kann es nur empfehlen, dass die Demo, die gibt es noch gratis auf Steam, die heißt dann da Backbone Prologue und das ganze Spiel heißt eigentlich nur Backbone, ist glaube ich noch nicht veröffentlicht, bin mir aber nicht sicher, wenn, dann wird es wahrscheinlich vielleicht einen 10er kosten oder 15, also mehr sollte es wirklich nicht kosten, weil so schön ich das auch finde, aber ich würde natürlich keine 30 Euro jetzt für so einen Titel ausgeben mit dieser Grafik, es ist ja jetzt nicht so schwer so ein Spiel herzustellen, ich war ein bisschen überrascht, dass am Anfang das Unreal 4 Engine Logo zu sehen war. Tatsächlich gibt es ja aber so ein paar Mankos. Manche Effekte, da merkt man, die sind eben nicht pixelmäßig. Zum Beispiel die Wassereffekte, die wirken natürlich wie mit einer Unreal 4 Engine gemacht. Finde ich jetzt, das empfinde ich so ein bisschen als störend. Also auch die Sonneneffekte, also dieses Blenden so, ich weiß gar nicht, wie es heißt, im Englischen heißt das Flare, Lens Flare. Ja, da fällt natürlich auf, dass das eben mit einer modernen Engine gemacht ist und nicht irgendwie mit einer Engine wie vielleicht von damals. Also das sind so kleine Mankos, wo ich sage, das hätten sie vielleicht weglassen können oder vielleicht ändern sie es auch noch, würde ich besser finden. Ganz ehrlich, würde das besser zum Spiel passen. Aber wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten und selbst wenn sie es drin lassen, wäre für mich noch in Ordnung. Also kein Problem damit. Also warte ich jetzt eigentlich nur darauf, dass das Spiel verfügbar ist, vollständig, und dann werde ich es mir holen. Mit ziemlicher Sicherheit, weil ich es sehr unterhaltsam finde und ich mag so diese Art von Spielen. Kommt vielleicht noch ein bisschen Musik dazwischen und so. Ja, und ansonsten gibt es nicht allzu viel zu sagen. Also für die, die diese Art von Spiele mögen, sehr, sehr schön. Ich, wie gesagt, werde jetzt nicht weiter drauf eingehen, da im Moment, glaube ich, nur die Demo verfügbar ist und die nur ein Level hat. Man ist aber mindestens eine gute Stunde damit beschäftigt. Also irgendwas zwischen 50 Minuten bis dann halt so 70 Minuten sollten eigentlich drin sein. Man kann sich natürlich auch viel mehr Zeit nehmen, viel mehr angucken, wie man möchte, ne? Sehr unterhaltsam, nur zu empfehlen. Ja, wie gesagt, Backbone Prologue, gratis auf Steam, runterlappbar, jedenfalls die Demo und das Spiel würde ein paar Euro dann kosten. Ne? Kann man ja auch mal investieren. Ja, und das war's dann eigentlich hier. Sehr zu empfehlen. Ich gebe hier keine Punkte ab. Ich sag nur sehr zu empfehlen. Okay, wenn ich Punkte abgeben müsste, würde ich sagen 8 von 10 oder 8,5 von 10 Punkten. So würde ich das machen. Und jetzt bin ich fertig. Ja, ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Könnt gerne ein Abo hinterlassen. Tut euch nicht weh, würde mir helfen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Bis denn dann. Ciao, ciao. Thank you.
Thank you.